Willkommen im Podcast Black and White. Also heute wollen wir diskutieren, ob wir vegetarisch leben sollten oder nicht. Weil ein größter Punkt dafür ist, es ist generell nicht schlecht. Man kann ohne wirklich Fleisch leben. Aber ohne Tierprodukte generell ist es schon schwer. Aber ja, man Fleisch, einfach die Vitamine und das ist auch manchmal gesund und zum Beispiel, der ist jetzt irgendwo... Ja, aber diese kann man auch von Pflanzen und Tierprodukten kriegen. Eiweiß zum Beispiel muss man nicht unbedingt vom Fleisch, oder man kann die vom Ei kriegen. Oder zum Beispiel, man kauft jetzt irgendwo einen Burger und oder Kebab oder sowas und dann Fleisch drauf, vegetarisch. Wird dann schon schwer, mal erstens Burger, Kebab, Salami-Pizza. Es gibt vegane und vegetarische Alternativen dazu. Es gibt da schon vegetarische Schnitzel oder sowas. Ja, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber auf jeden Fall, es gibt sowas, es gibt inzwischen Alternativen. Und inzwischen versucht man ja nicht mal Pflanzen wie Fleisch zu schmecken lassen, sondern ja halt das Pflanzige rauszukriegen. Aber ich finde es okay, es geht okay, wenn man jetzt aus Pflanzen auch Schnitzel oder irgendwas zum Beispiel macht. Aber wenn man jetzt einmal im Hintergedanken denkt, ist jetzt eigentlich nicht wirklich ein Schnitzel, sondern ist jetzt Pflanzen. Ja. Aber es ist halt, es kann genauso gut sein wie Schnitzel. Weil ich glaube jetzt nicht, wenn man jetzt irgendwo in eine Pizzeria geht und sagt, ja, Salami-Pizza, aber mit vegetarischer Salami. Vegetarische Salami gibt es ja noch nicht wirklich, soweit ich weiß. Ich habe zwar schon mal eine Woche vegan und vegetarisch gelebt, aber ich habe nur was gegen das Vegane. Kurz, apropos vegan, wenn wir mal darüber diskutieren sollten, ob vegan leben besser ist als vegetarisch oder besser als normal, dann schreibt es in die Kommentare, weil wir hätten uns gedacht, dass wir nächste Woche, also in zwei Wochen, darüber diskutieren, ob man vegan leben soll. Oder nicht. Ja. Ja, zurück zum Thema. Und zwar, es gibt viele Alternativen auch zu. Und halt, es gibt halt auch vegane, vegetarische Pizza, gibt's beides. Ja, wenn man es jetzt einfach eine Pizza Margherita kauft, ist vegetarisch. Ja, ja. Aber man kann zum Beispiel dann nie wieder essen, Salami, Kebab, Burger. Manche Leute mögen das nicht mal. Ich zum Beispiel Pizza Margherita für mehrere Jahre einfach gegessen, weil es mir geschmeckt hat. Es kommt halt wirklich auch auf den Geschmack an. Und ob man wirklich dazu willig ist, dass man es machen will. Man kann ja mal ausprobieren, eine Woche, 7 Tage, vegan oder vegetarisch. Ob man sieht, ob man das auch durchhält. Weil ich kenne jemanden in meiner Klasse, ich werde jetzt den Namen nicht nennen wegen Privatsphäre, lebt glaube ich schon ein paar Jahre, bin mir zwar nicht sicher, ich glaube schon seit ein paar Jahren vegetarisch, glaube ich was. Könnte auch vegan sein, bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube es war vegetarisch. Weil jetzt privat zu Hause, wenn man jetzt sagt, ich lebe zum Beispiel, also ich lebe jetzt nicht vegetarisch oder ich vegan. Angenommen, man lebt jetzt vegetarisch. Zu Hause zahlen privat, was soll man kochen? Man kann jetzt nichts mit Fleisch machen, man kann natürlich Tierprodukte. Manches, Tierprodukte kann man machen, wenn man nicht vegan ist. Das kann man nur machen, wenn man nicht vegan ist. Ja. Aber wenn man jetzt angenommen ist vegan, dann kann man nur wirklich kein Schnitzel essen, keine Fleischprodukte und nichts, was Tiere enthalten. Also, das ist dann schwer. Das ist dann schwer zum Kochen auch. Es ist nicht wirklich schwer, es gibt Alternativen dafür. Inzwischen, ja, wenn man früher vegan war oder vegetarisch, dann wurde man verurteilt. Aber inzwischen gibt es Alternativen für alles. Na, aber jetzt einmal wirklich, angenommen privat jetzt zu Hause, nicht in irgendeinem großen Restaurant oder sowas, sondern einmal privat zu Hause. Da kann man gut was kochen. Da kann man Reis nehmen zum Beispiel. Also zum Beispiel Reis. Ja, zum Beispiel, da war jeden Tag Reis. Nein, ich rede nicht von jedem Tag. Zum Beispiel, es gibt schon Variationen. Zum Beispiel, soweit ich weiß, gibt es auch Curry ohne Fleisch. Und man könnte halt in Richtung Religion schauen, welche Kulturen vegan leben, welche nicht. Oder vegetarisch halt. Es gibt doch schon, wenn man halt in Regionen schaut, da gibt es schon viele, die
halt schon entweder vegan oder vegetarisch leben. Ja, und ganz kurz noch, wenn ihr jetzt denkt, warum wir jetzt in der Corona-Zeit zusammensitzen ohne Maske, wir wurden zwar am Freitag, ist schon 3 Tage jetzt her, ja, aber die Tests sind gültig bis Montagmorgen, glaube ich. Heute, jetzt ist schon Montag. Ja, aber wir werden sowieso aber am Freitag waren wir, also wir wurden am Freitag getestet und waren beide negativ. Ja, natürlich. Ja. Und wir erwarten übrigens wirklich Großes. No. Aber jetzt einmal zurück zum Thema wieder. Ja. Ja, wie schon gesagt, wenn man vegetarisch lebt, man kann zwar Ersatz finden, aber immer jetzt sagen zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo beim Essen eingeladen ist, aber ich lebe vegetarisch, das ist dann irgendwie. Ja, angenommen, ich komm jetzt. Freunde wissen das halt, wenn man. Angenommen, ich befreunde mich jetzt mit einem Neichen an und, ja, und bin immer bei ihm zum Essen eingeladen. Ja, da sagt man am besten Bescheid. Ja, ey, aber. Das ist was ohne Fleisch. Und das ist dann auch wieder umständlich und alles uns. Ja, aber du redest hier hauptsächlich über Geschmack jetzt und andere. Aber naja. Das Hauptargument ist halt der für Tiere. Dass man es für Tiere macht. Das ist eines der Hauptargumente, die ich bis jetzt gehört habe. Wenn man jetzt kein Fleisch mehr isst, und dann, was macht man dann mit dem ganzen Tierfleisch? Ja, das ist das. Deswegen, weil es gibt ja jetzt mal immer nur genug Leute, was Fleisch essen. Ja, aber angenommen, jetzt lebt die ganze Welt vegetarisch. Auf einmal, ja. Was macht man dann mit dem Fleisch? Auf einmal, meinst du jetzt. Wenn einfach alles vegan ist. Wenn jetzt ich kann nicht schnipsen. Ja, jeder von. Okay, wenn ob jetzt jeder vegetarisch leben darf, was macht man dann mit den ganzen Tieren? Erstmal wird der Fleischmarkt komplett kollabieren, einfach in sich zusammenstürzen, könnte man meinen eigentlich, weil niemand kauft es mehr, genauso wie Fisch oder generell Seefrüchte, Meeresfrüchte, der Fleisch wird alles in sich zusammenstürzen. Es wird eine neue Weltkrise, halt so eine neue Wirtschaftskrise, wie schon in 1929 bis 1933, glaube ich, war es, gegeben hat. Okay. Das wird wieder sowas in der Richtung sein, nehme ich an. Man müsste sich, die Regierung müsste sich zuerst darauf einstellen, und zwar, wenn man nach Amerika schaut, während der Prohibition halt. In der Phase, wo man kein Alkohol mehr trinken durfte, wo es komplett egal wurde, man schaut ja. Nehmen wir mal, Fleisch wird auf einmal wird illegal gemacht. Mhm. Weil das wird dann genau sein wie bei der Prohibition. So. Und es wird dann Schwarzmärkte geben. Ja, aber angenommen, jetzt gibt es dann Schwarzmärkte für Fleisch. Wenn jeder vegetarisch lebt, dann wird es ja keiner kaufen. Yes. Dann kann man es nur mehr auf Tiere verfüttern, was Fleisch fressen jetzt. Ja. Zoobesitzer zum Beispiel für Löwen oder sowas. Ja, die müssten das halt noch kaufen. Also wird der Fleisch das Fleisch wird eindeutig billiger werden. Mhm. Aber auf jeden Fall. Der Punkte ist halt. Wie schon gesagt, ja. Ja. Wir sind jetzt leider nicht auf ein endgültiges Ergebnis gekommen, aber ja. Aber nächstes Mal diskutieren wir dann, ob wir vegan leben sollten. Oder schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dafür seid. Dass oder dagegen. Ja, schreibt eure Meinung darunter. Wie gesagt, das hier ist hauptsächlich unsere Meinungen. Mhm. Wir basieren nur auf unsere Meinung. Und schreibt auch mal eure Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, dann tschüss. Tschüss.